Ich habe mich da vor einer Zeit mit meinem See beworben zu der Aktion Frosch im Wassertropfen. Da hat man sich bewerben können und dann haben sie gesagt, kriegt man so ein Backel, wenn man ausgewählt wird. Und das ist halt in der Post gekommen und da kann man so Wasserproben entnehmen und sie untersuchen das dann auf der Uni in Innsbruck und sagen einem dann, welche Kröten, Frösche, Lurche da in dem eigenen See zu Hause sind. Schauen wir mal, was da alles drinnen ist. Das ist also eine Pufferlösung. Da haben sie mir eine E-Mail schon geschrieben. Die sollte man im Kühlschrank aufbewahren. Da kommt das jetzt noch gleich hin. Herzlichen Glückwunsch. Die Anleitung und das Rückmeldeformular. Ein Messbecher, 4 Arbeitshandschuhe. Das ist der Filter, durch den man dann das Wasser presst. Da bleiben dann die Lurcheier drinnen pickeln. Das sind die Abschlussstöpsel zum Zumachen vom Filter. Und die steril verpackte Wasserentnahmespritze. Ja, das machen wir jetzt dann. Und dann bin ich neugierig, welche Viecher da bei uns wirklich drinnen wohnen. Aber jetzt lege ich das auch mal in den Kühlschrank. Starten wir da die Suche nach den Ochsenfröschen. Voll steril. Boah. So Gummidinger habe ich schon lange nicht mehr verwendet. Dann hätte ich da jetzt noch anzubieten. Die da. Jetzt geht's los. Ein halber Liter. 10 solche Spritzen. An 10 verschiedene Stellen. Starten wir. Der Reisende.